Pandemie, Hunger, Proteste. Die Explosion im Beiruter Hafen hat vor einem halben Jahr die Perspektive vieler Menschen zerstört. Eine Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Das berichtet der Libanese Marwan Abulselo. Er ist Gründer und Pastor der City Bible Church in Beirut. Er erklärt, warum die Menschen im Libanon nicht nur wegen der Explosion am Ende sind. It's a difficult situation in Beirut, in many ways. Es ist eine schwierige Situation in Beirut, in vielerlei Hinsicht. Diese Explosion ist keine isolierte Schwierigkeit im Leben der Libanesen. Es sind so viele Dinge passiert. Es war einfach eine zusätzliche Herausforderung, wenn wir an den Lockdown, die Corona-Pandemie und die wirtschaftliche Situation denken. It's just been an added challenge when we think of the COVID lockdowns, the pandemic and the economic situation. And so people are tired. Die Menschen sind müde und verletzt in dieser Zeit. Es gibt viele Fragen und Frustrationen, weil es immer noch keine Antworten zu den Explosionen gibt. Bisher wurde für die Katastrophe noch niemand zur Rechenschaft gezogen. Darüber sind viele verärgert. Any arrests or any justice, so people are frustrated. You know, 6 months since the blast. Viele Menschen in Beirut haben Schwierigkeiten, ihre Grundbedürfnisse zu decken. Abulselo und seine Gemeinde sind froh, helfen zu können. Taking a priority to care for those that we know directly within the church. And also any relationships outside. So we had the privilege of. Wir haben es uns zur Priorität gemacht, uns um die zu kümmern, die wir direkt innerhalb der Gemeinde kennen, aber auch um alle Beziehungen außerhalb. So haben wir das Privileg, viele Menschen zu helfen. Unsere Kirche und die Nachbarschaft wurde von der Explosion sehr hart getroffen. Wir sind nur etwa 500 Meter vom Hafen entfernt. Aktuell begleiten wir 30 bis 40 Familien und unterstützen sie mit Lebensmitteln, aber auch mit Medikamenten, Nachhilfeunterricht und Beratung. Wir helfen ihnen dabei, wieder Stabilität in ihrem Leben zu finden. Wir zeigen, dass die Gemeinde eine Familie ist, die Gott geschaffen hat. Families, individuals to be able to find that stability again in their life. And to show that the church is a family that God has created. Die Erlösung durch Jesus Christus schenkt den Libanesen neue Hoffnung, so Abulselo. Jesus habe seine Großzügigkeit mit seiner Aufopferung bereits bewiesen. Ihm könne man vertrauen. Der Bundesverband Lebensrecht, kurz BVL, feiert sein 20-jähriges Bestehen. Der Verband ist die Dachorganisation der Lebensrechtsgruppen in Deutschland. Die BVL-Vorsitzende Alexandra Maria Linder freut sich über die nun langjährige Erfolgsgeschichte. Die Arbeit der Lebensrechtsbewegung habe laut Linder viele Tausende von Kindern und Müttern vor Abtreibung bewahrt und erfreue sich eines steigenden Zulaufs an Unterstützern.